So, willkommen, ich verkaufe Schwerter, Schilde und Rüstungen. Wenn du was Eisenerz hast, kannst du dir bestimmt bessere Rüstungen und Waffen anfertigen. Hey, ist das nicht das unverwechselbare Glühen von Eisenerz, was ich da sehe? Hast du es überhaupt? Ja, hast du an mich gedacht? Ich habe Eisen seit einer langen, langen Zeit nicht mehr gesehen. Ich werde Laszlo können etwas davon benutzen, um etwas zu schmieden. Was sagst du? Würdest du es mir verkaufen? Ja, warum nicht? 3000 Gold. What the fuck? Solides Eisenerz weggegeben. Danke, jetzt muss ich nur noch daraus etwas Hochwertiges machen. Ja, denke ich auch. So. Entschuldigung, die neue Rüstung ist noch nicht fertig. Aber schwer. Jetzt schauen wir mal, ob wir da schon was Besseres kriegen können. Der Talwar. Nee, ist das kein Kunstwerk? Diese gekurfte Blade, ja, bla bla bla. 5000 Gold haben wir. Kaufen. Den Talfgar. So, dann haben wir das Schwert auch. Nein, ich will kein weiteres Schwert kaufen. Schild will ich kaufen. Bla 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 bla. So, holen wir erstmal das. Habe ich das kleine Schild schon? Habe ich das kleine Schild schon? Ich weiß gerade nicht. Müssen wir gerade mal gucken. Ja. Equipment? Nein, habe ich noch nicht. Yeah, das gibt nochmal wesentlich mehr. Also, ich brauche das nächste bessere Schild. Oder was heißt, ich brauche? Ich kann es mir kaufen. Ja. Gucken, was das Überschild kostet. Das Riesenschild. Wenn du fähig genug bist, das Schild zu rein. 6000 Gold. What the fuck? Okay, so viel habe ich nicht. Also holen wir uns erstmal das kleine Schild. Für 1500. Kaufen. Danke, bitte. Und tschüss. So, du kannst mich mal gern haben, Kollege Schnürschuh. Equip und anlegen. So. Ein bisschen mehr Rüstung. Nicht schaden. Dann, wo wollte ich jetzt hin? Zum Doktor. Doktor Bruno Hackebein. Guck mal hier, ich hab was für dich. Du hast es geschafft, oder? Mit der Keltida und der Roderfrucht kann ich endlich die Medizin herstellen. Du hast es auch sehr schnell geschafft. Es sollte ihr gut werden, da bin ich mir sicher. Ich werde sofort anfangen zu mixen. Warte nur etwas. Mix, lalala. Fertig! Bring das bitte zu Banoa. Sofort! Sag ihr, Lilia soll das trinken. Lilias Medizin erhalten. Yeah! Wir sind doch die Geilsten. Das wird Lilia vollständig heilen. Ich werde niemals müde, Leuten gute Nachrichten zu überbringen, ja. Schnell nun! Wir haben zwar reichlich Zeit, aber es gibt keine... Was, kein Grund für Dilly-Dally? Ja, gut. Wenn du meinst. Machen wir es mal rüber zu... War das hier? Jawohl, war es. Guck mal, ich hab hier was für dich. Ist das die Medizin, um meine Tochter zu heilen? Wirklich? Vielen Dank, ihr Göttin. Ihr habt keine Idee. Ihr wisst nicht, was für ein Held ihr zu ihr seid. Und für mich auch. Wirklich, mit dieser Medizin kann Lilia leben und einen weiteren Tag erleben. Ja. So. Lilia, mal reden. Ja, jetzt wo wir Lilia geredet haben, gut, nichts. Lief. Gut, haben wir das auch erledigt. Da freut sich jetzt Lilia ganz viel. Hi, Schnuggi. Atal. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich hätte nicht zuhören sollen. Ich wusste nicht, dass mein Leben in Gefahr ist. Du hast wirklich dein Leben riskiert in den alten Rastemien. Um mich zu retten? Ich weiß nicht, ich bin wirklich, wirklich gerührt, Adal. Dankeschön. Ja, bitteschön. Gern gemacht. Lilia? Mutter? Nun, steh jetzt nicht einfach so rum. Komm rein.
Ich habe etwas für dich von Adal und Dr. Flair. Okay. Voll bewaffnet gehe ich hinterher. Banoa gibt die Medizin an Lilia. Gluck, gluck, gluck. Prost. Herr Pfarrer, die Gemeinde säuft. Plötzlich kommt all die Farbe zurück in Lilias Gesicht. Wuhu! Mutter, Adal, was ist passiert? Ich fühle mich lebendiger als jemals zuvor. Es ist wie... als könnte ich einen Marathon laufen. Lilia, oh danke den Göttinnen, danke dir Adal und Dr. Flair. Meine Tochter lebt, sie lebt! Vielen Dank, Adal. Ich wusste es die ganze Zeit. Und ich habe mich gewundert, würde ich wirklich sterben? Wenn mein langes, glückliches Leben, urplötzlich beendet würde. Also versuchte ich, mich auf die glücklichen Dinge zu konzentrieren. Ich erkannte, wenn ich wirklich sterben würde, warum traurig darüber sein? Ich meine... Wenn ich wirklich rumgerannt wäre und hätte Unsinn angestellt, würde das nur meine Mutter unglücklich machen. Und ich würde mich schuldig fühlen. Lilia, vielen Dank, Adol. Ich habe etwas für dich. Vielleicht könntest du dafür Verwendung finden. Nimm es mit meinem Segen. Ich bekomme die Rückzugsmagie. Boah. Dieser Stab wurde mit der Magie von Hadal, dem Priester der Erde, versehen. Es beinhaltet Hadals Schutz über meines Vaters Familie seit Generationen. Ich kann nur hoffen, dass er das gleiche für dich tun wird. Ja, immer wieder gern. Yeah, das war nochmal ein tierischer Powerschub hier. Equipment. Führt mich zurück in die Stadt oder ins Dorf. Das ist natürlich praktisch. Das ersetzt ja dann die Flügel. Finde ich ganz toll, finde ich das ja. Files, safe. So. Und jetzt. Jetzt reißen wir hier drüben diesen Typen mal den Arsch auf, die sich hier in dem armen Keller des Mannes verstecken. Ne, das war das falsche Haus. Das waren die bekloppten Zwillinge, die nicht wussten, wer sie sind. Hier sind wir richtig. Jetzt komme ich. Jetzt kommt der King. Achtung. Da komme ich. Und klingelingeling. Ich fühlte etwas Ominöses auf der anderen Seite der Wand. Irgendwie sowas. Oh oh. Wuhu. Wuhu. Wollt ihr mich verarschen? Wow. Wow. Okay. Okay, okay, okay. Das sei gründlich geplant. Boah, was eine Invasion, ey. Ja, hier, das Haus ist ja schon. Oh, meine Fresse. Also, da, ich habe jetzt mit ein paar Dämonen zwar gerechnet, aber nicht halt gerade mit der gesamten Unterwelt. So. Safe. Nein, da. Jawohl. Kann ich ja noch irgendwas anderes nehmen? Ja, das kann ich ja noch nehmen. Na, dann mal Feuer frei. Bam. Komm, 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 komm. So, das on. Yeah, bam, 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 bam. Kommen noch welche. Was das? Geht immer noch weiter. Meine Güte, wie sind das dann? Hallo? Ich boxe jetzt alle mal hier so weg. Wow. Wow. Nee, das hatte ich jetzt nicht vor. Das Ablegen, das Anlegen. Mal lieber was einnehmen. Die Kerle verstehen hier echt keinen Spaß.
Ah, scheiße. Ich glaube, das ist jetzt wieder hier das typische alte Spielchen. Wenn ich zu weit weggehe, dann kommen die wieder. Weg. Du nervt mich nicht. Puh, also. Das speichern wir gerade mal hier unten. Das ist ja echt hier. Okay. Das war jetzt hart. Aber wir scheinen hier doch am Ziel zu sein. Wir scheinen den letzten Priester gefunden zu haben. Ich bin Priester Fact. Höre meine Worte. Du, der du die Bücher von Weiss gesammelt hast. Es ist gut, dass du gekommen bist. Die Stärke der Dämonen wächst mit jedem Tag. Und bald wird die Macht, die wir geben, nicht mehr sein. Sie funktioniert noch, aber die Gnade und die den Schutz der Göttin, aber ihre Macht wird mit jedem Moment schwächer. Kurz gesagt, wenn die Dämonen nicht gestoppt werden, wird ihre Herrschaft des Chaos und der Zerstörung expandieren und die gesamte Welt einnehmen. Aber du, Krieger, könntest Frieden bringen. Der Solomon-Schrein versteckt die Macht überall, von allem. Geh dorthin und setz dem Ganzen ein Ende. Ein Relikt existiert, das von den Göttinnen weitergegeben wurde. Es ist bekannt als die Schriftrolle der Führung. Jede der Göttinnenstatuen ist gesegnet mit ihrem Willen und ihrem Geheiß. Favor ist gefallen. Stehe vor ihnen und lese. Und sieh, was passiert. Finde als erstes ihr eingraviertes Bild in Mondario, um ihre Weisheit zu halten. Erstmal ist es nur blankes Papier. Aber öffne es vor der Statue und du wirst erfahren, was du erfahren musst. Okay. Die Schriftrolle der Führung erhalten. Von nun an wird die versiegelte Tür zu Solomons Schrein geöffnet sein. Ein lautes Geräusch erschallt von irgendwo aus der Ferne. Ah, ich glaube, ich weiß von wo. Danke. Ich glaube, ich weiß auch von wo. Weg. Gucken, ist hier noch irgendwas? Es ist komplett eingestürzt. Da haben wir doch was gegen. So, haben wir alles weg hier. okay. Die Steine sind zu groß. Dann hauen wir es halt mit Feuer weg. Bam. Bam, 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 bam. Haben wir wohl Dynamit? Ich habe gerade keins da. Na, egal. Haben wir uns mal wieder durch die Gegnerhorden. Muha! Einfach nur aus Spaß und der Freude. Yeah, jetzt komme ich. Stirbt. Wuhu! Wenn das mal nicht Rambo war. So, guten Tag. Ich habe dir was zu berichten. Hä? Was ist das? Oh, Scheiße! Es sind diese verdammten Dämonen wieder. Dämonen in meinem Keller. Eine ganze Gruppe von denen. Was soll ich nur tun? Du siehst aus wie jemand, der weiß, wie man ein Schwert führt. Würdest du dir was ausmachen, sie für mich loszuwerden? Ja, da unten kannst du natürlich jetzt hier mir tierisch den Arsch aufreißen. Aber ich gehe jetzt erst nochmal hier hin zurück. Mich nochmal aufladen. Ich finde es nämlich klasse, dass es meinen lieben Freundin hier wieder gut geht. Ja, guten Tag. Du hast meine Tochter das Leben gerettet. Ich weiß. Und dafür nehme ich jetzt ein kleines Schläfchen. So. Damit hatten wir das auch schon wieder geklärt. Das ist jetzt alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf hier. Ich finde es aber trotzdem faszinierend, so wie wir uns hier durchboxen. Klappt das auch alles ganz gut. So, ich mache jetzt wieder eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder im nächsten Abschnitt wieder und werden dann mal sehen, dass wir zu Solomons Schrein kommen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!